Auftakt nach der Winterpause in der Verbandsliga standen gegenüber der FC Augen und der Sportfreunde Elsachir. Elsachir, 7 Spiele nicht verloren, jetzt 6:1 Klatsche. In der ersten Halbzeit war es eigentlich schon klar. Ursachenforschung schon betrieben? Ja gut, ich glaube, wer das Spiel gesehen, ich glaube, der weiß ziemlich, was es liegt. Ja, ich glaube, war es sowohl kopfmäßig als körperlich auch einfach generell die erste 20 Minuten deutliche Schritt langsamer. Ich glaube, mit der ersten Aktion kommt das Tor noch im Eckball, wo man also komplett schlafen. Und alles Weitere auch. Also es war ein desolater Auftritt heute, von Anfang bis Ende. Es hat sämtliche Körpersprache gefehlt, Wille auch. Und wenn man sieht, wie Auge hier jeden Zweikampf führt, ja, das ist Männerfußball. Und bei uns hat man gemeint, da stehe 11 A-Jungspieler auf dem Platz heute. Und Marco, damit gerechnet, wie gesagt, Elsach, sehr guter Lauf, damit gerechnet, dass es so ein klarer Sieg wird heute? Nee, sicherlich nicht. Wir wussten ja auch um die tolle Serie von Elsach jetzt zuletzt. Und ich glaube, keine Mannschaft möchte dreimal in einer Saison gegen einen Gegner verlieren. Dementsprechend haben wir schon mit mehr Gegenwehr gerechnet, so ein Stück weit. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, und so ging es uns letztes Jahr nach dem Winter, dass natürlich, wenn du so tolle Vorbereitungsergebnisse hast, und wir hatten den Vorteil, dass wir halt letzte Woche schon im Wettkampf waren, dass Wettkampf und Testspiele halt ein Unterschied sind. Und das wollten wir uns ehrlich gesagt in den ersten 10 Minuten auch zunutze machen. Dementsprechend waren wir den Tick aggressiver und sind dann halt glücklicherweise relativ schnell mit zwei Toren in Führung gegangen. Und das hat dann natürlich, glaube ich, war dann schon ausschlaggebend dafür, dass wir das Spiel dann außer Runde spielen konnten. Ja. Ja, wenn man jetzt die andere Mannschaft das Spiel haben noch nicht gespielt, wenn man jetzt die Tabelle anschaut, kommen neue Gefühle auf nach oben? Ja, prinzipiell ist es so, dass wir natürlich jedes Wochenende gewinnen wollen und viele Siege holen wollen. Und je öfter wir das schaffen, desto besser sieht es in der Tabelle aus. Es ist jetzt nicht so, dass wir da jeden Tag uns die Tabelle einrahmen, aber es ist eine tolle Momentaufnahme. Und wir versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen. Und dann schauen wir mal am Ende, was dabei rauskommt. Und nochmal, Kevin, ihr habt nicht gegen Laufkundschaft verloren, FC Auge, Spitzenteam der Verbandsliga. Also ein kleiner Trost ist das schon, oder? Ja, nee, ich bin recht froh, dass wir das Spiel jetzt hatten, weil sowohl nächste Woche als in 2 Wochen kommt Stadelhof und Konstanz, da geht es bei uns um alles. Von dem her, glaube ich, war das jetzt heute ein ganz guter Auftakt und wie gesagt, die Vorbereitung, ich glaube, der Markus Anspruch ist zu gut gelaufen auch. Ich glaube, dann viele euch meint, es läuft da wieder alles ein bisschen von allein. Von dem her, statt Dämpfer, glaube ich, jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt kommen vor den Spielen. Und ich glaube, es gilt wieder an das zurückzukommen, was uns auch ausgezeichnet hat, die letzten 7 Spiele, ja. Dass man einfach gewisse Moral an den Tag legt, gewisses Auftreten, gewisse Körpersprache. Ja. Und ich bin mir eigentlich recht sicher, dass man nächste Woche ganz andere Mannschaft sehen werden. Dann bedanke ich mich, hoffe, dass wir in der Liga bleiben. Ist immer wichtig vom Bezirk Freiburg, dass so viele Mannschaften wie möglich. Das hoffe ich übrigens auch. Genau, das dann gut. Und wünsche euch alles Gute und danke fürs Interview. Bis demnächst wieder. Tschüss. Ja,